Am Wort ist Brigitte Jank, Bildungssprecherin der ÖVP. Meinen Debattenbeitrag zur heutigen Schulrechtsdebatte zum Schulrechtsänderungsgesetz mit einem Dank. Mit einem Dank an Frau Ministerin außer Dienst Heine-Schossek, an ihr Team, aber auch an das Team von Herrn Staatssekretär Harald Mahrer und ihn selbst für die umsichtige Arbeit in den letzten Wochen und Monaten, sodass wir heute den ersten Teil der Bildungsreform diskutieren, präsentieren und auch abstimmen können. Es war kein leichter Weg. Ja, da gebe ich dem Kollegen Luger recht, was ich ja nicht sehr oft tue. Natürlich ist es nicht möglich, ein bestehendes System ganz einfach zu switchen und ein neues System zu machen. Aber wir haben nun einmal dieses System und es ist illusorisch zu glauben, wir stellen uns heute hin und sagen, das begramme jetzt alles und wir fangen vollkommen von neuem an. Und selbstverständlich ist es möglich, Robert, und auch weißt auch du, dass man Systeme verändert, schrittweise verändert. Und genau diese Veränderung hat die Regierung begonnen, hat ein Bildungsreformpaket beschlossen und wir sind mitten in der Umsetzung. Und es wäre fein, wenn du auch ein paar Worte des Lobes für das eine oder andere finden würdest, weil nie im Leben ist alles schlecht, nichts ist schwarz und weiß, sondern das Leben ist bunt und vielfältig. Und diese Vielfalt und Buntheit, die haben wir in dieser Bildungsreform aufgegriffen und sehen natürlich auch, dass es sehr breit ist. Und wenn man sich anschaut, wie viele Gesetze hier geändert werden müssen, ist natürlich eine Erkenntnis, naja, vielleicht schaffen wir es auch einmal hier Zusammenführungen zu machen, damit es ein bisschen kompakter wird. Das meine ich aber generell mit unserer Arbeit als Parlamentarier, dass wir uns viel zu sehr verzetteln und viel zu sehr in die Details hineinregeln. Ich versuche nur ein paar Dinge vorzulesen, was wir alles regeln in einer Überschriftenaufzählung. Also die Möglichkeit, schulautonom über die Verschiebung des Reformprojektes neue Oberstufe zu entscheiden. Die Zusammenlegung der Fächer technisches Werken und textiles Werken verschoben auf 2020, bis dort die Umstellung auch möglich ist, auch von der Ausbildung, von der Lehrerseite her. Eine moderne zweijährige Ausbildung für Forstwirtinnen oder Forstwartinnen und Forstwarte. Wir geben den Ländern die Möglichkeit, die Schulsprengel zu flexibilisieren. Eine, glaube ich, sehr wichtige Unterfangung. Die Möglichkeit, schulautonom jahrgangsübergreifende Klassen zu führen. Der Einsatz von Lehrbeauftragten in allen BMHSen. Das neue Berufsbild Erzieher für die Lernhilfe, die Umwandlung und Umbenennung der Bildungsanstalten für Kinderpädagogik in eine BMHS und mit einer namentlichen Umänderung. Wir regeln eine Schülerinnen- und Schülerkarte für alle Schüler. Den Begriff Leibeserzieher oder der wird ersetzt durch den Bewegungserzieher. Eine Änderung in der Ausbildung in Fachbewegung und Sport an den Bundessportakademien. Und die individuelle Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler ab der 8. Schulstufe, ein wesentliches Thema. Und auf zwei Dinge, die ich jetzt noch nicht genannt habe, möchte ich ein bisschen näher eingehen. Das ist die intensive Sprachförderung und die Neugestaltung der Schuleingangsphase. Und diese intensive Sprachförderung war heute auch schon Thema hier heraus. Ja, es ist wesentlich und es ist erkannt und verstanden, dass wir zu viele Kinder haben, die zugewandert sind, die deutsche Sprache gar nicht können oder nur sehr schlecht können, aber dass wir auch österreichische Kinder haben, die ebenfalls Sprachprobleme haben. Und aus diesem Grund haben wir dafür gesorgt, dass wir mit diesen Sprachstartgruppen und 11 Unterrichtsstunden in der Woche diese Kinder aus dem Regelunterricht herausnehmen oder überhaupt davor, wenn sie als außerordentliche Schüler gelistet sind, und ihnen die Sprache vermitteln. Diese Sprachstartgruppen sind ein Vorfeld, um die Basis herzustellen, um Kinder, wenn sie ein bestimmtes Maß an Sprache erworben haben, an Deutsch erworben haben, in den weiterführenden Sprachförderkursen dort ihre Kenntnisse verbessern können. Ich halte das für eine ganz entscheidende
Regelung, die wir hier treffen, weil es die Grundvoraussetzung ist, dass Volksschule das leisten kann, was wir auch erwarten von der Volksschule, dass am Ende der Volksschule alle Kinder lesen, schreiben und rechnen können. Die Schuleingangsphase neu wird sicherstellen, dass was an Wissen über die Stärken von Kindern im Kindergarten erarbeitet wurde, was Kindergärtnerinnen und Kindergärtner erarbeitet haben, dass dieses Wissen nicht verloren geht, dass die Volksschule nicht neu aufsetzt, sondern dass die Volksschule an diesem Wissen andocken kann und hier mit den Kindern dafür sorgen kann, dass Lehrerinnen und Lehrer sehr rasch über die Stärken der Kinder Bescheid wissen und daher dort auch in ihrer weiterführenden Arbeit ansetzen können. Mir geht es aber auch darum zu sagen, wo soll denn die Reise noch hinführen? Wir haben ja noch vieles in der Schulrechtsreform umzusetzen und ich sage das hier heute nicht zum ersten Mal. Selbstverständlich sind das die Themen Autonomie, weil ich fest davon überzeugt bin. Autonomie heißt Übertragung von Verantwortung, heißt Entscheidung dort zu treffen, wo sie anfällt, also direkt an den Schulen. Und diese Übertragung der Verantwortung wird das System insgesamt verbessern und qualifizieren. Wer Verantwortung übertragen bekommt, das wissen wir aus dem Unternehmertum, der verhält sich auch anders, weil er unmittelbar für das gerade steht, was er tut, was er entscheidet und wo er hingeht. Und diese Verantwortungsübertragung halte ich als einen extrem wichtigen Schritt in unserer weiteren Arbeit. Und das ist verbunden mit natürlich einer personellen Autonomie, wie es du auch eingefordert hast, die ja auch heute schon weitgehend vorhanden ist. Es ist auch verbunden mit einer Art finanziellen Autonomie. Da werden wir noch lange darüber diskutieren müssen. Aber ein Schritt, glaube ich, den haben wir jedenfalls schon im Fokus, auf der finanziellen Ebene zu ermöglichen, dass wir mit einem Innovationspaket und einer Bildungsstiftung, die eingerichtet werden soll, zumindest Geld in einen Wettbewerb an Schulen bringen können, um im innovativen Bereich hier etwas zu bewegen. Es gab nicht viel, was an diesem vorliegenden Paket an Anregungen kam, aber einiges doch. Und daher bringe ich auch einen Abänderungsantrag ein, der Abgeordneten Magister Elisabeth Grossmann, Brigitte Jahn, Kolleginnen und Kollegen, zum Gesetzesentwurf im Bericht des Unterrichtsausschusses über die Regierungsvorlage 1146 der Beilagen betreffend das Schulrechtsänderungsgesetz 2016, 1167 der Beilagen. Aufgrund des Umfangs haben wir mit dem Herrn Präsidenten bzw. mit der Frau Präsidentin gemäß § 53 Absatz 4 GOG ersucht, die Verteilung an die Abgeordneten zu verfügen. Sie haben diesen Abänderungsantrag vor sich liegen. Ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, worum handelt es sich in diesem Abänderungsantrag. Es ist im Zuge der Begutachtung sind Schreiben an uns herangetragen worden, die aufzeigen, dass die derzeit vorgesehene Regelung der verbindlichen Durchführung von vorgezogenen Teilprüfungen an AHSen und BMHSen die Unterschiede der einzelnen Schulen nicht im erforderlichen Ausmaß berücksichtigt. Mit diesem Abänderungsantrag soll die Entscheidung darüber am jeweiligen Schulstandort autonom durch die Schulleitung nach Anhörung des Schulgemeinschaftsausschusses erfolgen, also ein weiterer Schritt zur Autonomie. Die Bestimmung zu abschließenden Prüfungen wird sowohl an den BMHSen als auch an den AHSen um ein Jahr verschoben und erst mit dem Haupttermin ab 2018 anzuwenden sein. Somit können zu Beginn des Schuljahres 2017/18 erstmals vorgezogene Teilprüfungen hinsichtlich des Haupttermins 2018 verpflichtend vorgesehen werden, wenn der auf dem Prüfungsgebiet entsprechende Unterrichtsgegenstand mit dem Schuljahr 2016/17 beendet und positiv abgeschlossen wurde. Für die Durchführung vorgezogener Teilprüfungen zu Beginn des Schuljahres 16/17, Haupttermin 17, gilt weiterhin die bisherige Rechtslage. Die Entscheidung am Schulstandort wird alle Klassen eines Jahrgangs erfassen. Klar ist dabei auch die Trennung zwischen BHS und BMS sowie den Aufbaulehrgängen an solchen Standorten. Nach der Kundmachung des Gesetzes wird als nächster Schritt die Prüfungsordnung zu adaptieren sein, damit eine Vorbereitung auf die vorgezogenen mündlichen Teilprüfungen möglich ist. Danke. Applaus
Es sei illusorisch, das gesamte System zu begraben, so Brigitte Jank, Bildungssprecherin der ÖVP, zum Vorschlag von Team Stronach-Klubobmann Robert Luger. Unter den Reformen des Schulrechtsänderungsgesetzes betont sie im Besonderen die intensivere Sprachförderung.